Hallo, ihr Kinder der Nacht. Willkommen zu einer weiteren Episode von Vampyr. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Vampyr. Es gab jetzt einige Tage lang kein Video von Vampyr, beziehungsweise so gut wie überhaupt keine Videos auf meinem Kanal. Das ist dem doch so guten Wetter geschuldet und den gepflegten 47 Grad, die ich so tagsüber bei mir am Rechner habe. Ja, da ist einfach Aufnehmen nicht möglich. Jetzt habe ich mich nach einigen Tagen mal mitten in der Nacht hingesetzt. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, 1:30 oder kurz vor 2, irgendwie so um den Dreh. Ja, und ich dachte mir, man muss ja langsam mal wieder loslegen. Ja, und da hilft ja im Grunde allem nichts, ne? Ich habe zwar immer... wisst ihr was? Lassen wir es einfach, ne? Wenn ihr dieses Video in einer Playlist seht oder auch irgendwann später seht und nicht wirklich jeden Tag darauf wartet, dann werdet ihr das gar nicht gemerkt haben. Das Einzige, was ihr jetzt merken werdet, ist, dass ich erstmal wieder ins Spiel zurückkommen muss. Und ich erinnere mich tatsächlich nur noch halb an... Ja, der Friedhof. Nee, da kommt mir doch... kommt mir bekannt vor. Aha. Okay, hier will ich jetzt mal nicht zu nah rangehen. Nicht, dass ich hier noch runterflutsche. Ich glaube, das Erste, was ich mal nach meiner mehrtägigen Pause jetzt austesten würde, wäre... Zack. Da am Friedhof... nicht am Friedhof, was ist denn das da? Da drüben so. Parkgarten? Ja, da drüben im Park. Da ging es irgendwie nochmal nach unten in irgendwelche Katakomben. Und da würde ich jetzt als Erstes gerne nochmal hingehen. Ah, er ist auch wieder da. Sowas Tolles. Hey! Jetzt kommen wir nicht so. Okay, ich meine, hier wollte ich sowieso hin, aber... Kleiner Aushilfsvampir, du. Ja, okay, den hatten wir ja schon mal ausgenommen. Und da geht's irgendwo nach unten. Wenn das nicht mal... Obwohl, das kann ich mir kaum vorstellen. Hat das jetzt auch die Kanalisation? Nee, das ist ja ein ganz anderer Distrikt. Okay. Wir gucken. Gucken wir mal, dass keiner guckt. Einige Gegner, darunter blinde Skulls und Prediger, werden deine Anwesenheit spüren, während du diese Fähigkeiten verwendest. Schattenschleier. Ja, ich glaube, den hatte ich auch mal geskillt, aber noch nicht wirklich benötigt. Okay, Kanalisation bei der blablabla. Oh, da nenne ich nochmal eine steile Treppe. Na okay, wenn wir uns schon den Ladebalken ertragen mussten, dann werden wir hier auch mal ganz gepflegt hinuntergehen. Ich bin wirklich schon gespannt, was hier unten auf uns lauert, beziehungsweise wir scheinen hier tatsächlich auch richtig zu sein. Wir kriegen ja auch diesen Kappes angezeigt, ne, in 110 Metern. Okay, lassen wir uns überraschen. Ich meine, wir haben hier schon eine Menge erlebt, ne? Was kann noch passieren? Okay. Kiste! Teil eines gewöhnlichen Griffs. Wundervoll.
kleiner Snack für zwischendurch. Despicable. Ja, machst du das aber immer wieder, ne? Ja, manchmal ist es immer lustig. Da frage ich mich dann, welcher Quest rennt man denn gerade hinterher? Einfach so einer Nebenquest irgendwie und irgendwo oder vielleicht doch der Hauptquest? Mhm. Naja, immerhin ist hier nicht alles voll mit Gegnerhorden. Allerdings fürchte ich, beziehungsweise hoffe ich eigentlich, dass vielleicht mal wieder irgendwo Toter. Irgendwo mal wieder so ein kleiner Mini-Boss, so ein Zwischenboss auftaucht. Und macht das schon wieder. I'm doing this. I cannot enter. Okay. Was? Oh. Gerade sage ich noch, aber ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe den hier unten auch gar nicht kommen sehen. Moment. Hier ist ich. Was? Wie kann der das wieder stehen? Dann habe ich den angegriffen. Aber nicht unbedingt ohne. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen mehr benötigen. Zack, zack, zack. Außer natürlich, der beißt mir hier gerade den halben Kopf ab. Jetzt kommt der Doktor. Ja, ich meine, ich versuche immer wieder zu flocken, ne? Wegen Blut, ich glaube. Dagegen ist er jetzt zwar nicht unbedingt immun, aber auf jeden Fall ein bisschen resistenter. Ne? Zack, ins Kreuz! Okay, jetzt würde ich mich ganz gerne mal aufladen, nur ein bisschen ausdauertechnisch. Läuft doch eigentlich ganz gut für uns, oder? Bilde ich mir das nur ein? Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich so nach fast einer Woche Spielausfallzeit. Ausfallspielzeit. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Zack, zack, und gib ihn. Die Gewalt des was? Vulkots? Hab ich das richtig gelesen? Ja, guck mal, das haben wir doch souverän geregelt. Ja, da bin ich tatsächlich ein ganz klein bisschen stolz auf mich. Ja, ich hatte natürlich auch, bevor ich hier die Aufnahme gestartet hatte, mir nochmal einen ganz kurzen Überblick versucht zu verschaffen über die Umgebung und so weiter. Also die verschiedenen Distrikte. Schön. Weil ich mir auch gleichzeitig über... gleichzeitig am Überlegen war, ob ich nicht vielleicht... Hier bin ich runtergekommen, ne? Noch den ein oder anderen Mitbürger wegschlürfen soll. Einfach mal barbarisch durch den Strohhalm ziehen. Moment, hier war gerade ein Mini-Boss. Ich glaube, hier kann ich jetzt ein bisschen
offener rumlaufen. Wie schlimm kann es noch werden? Naja, auf jeden Fall würden da tatsächlich einige in Betracht kommen, die wir uns wegputzen könnten. Ist ja eher ungewöhnlich, dass man irgendwelche Räumchen hier hat, die total schwachsinnig sind, oder? Okay, das brachte uns nicht weiter. Ja, ich sehe, man könnte sich da hochporten. Aber so weit bin ich noch nicht. Erstmal möglichst gepflegt umschauen. Aber mich interessiert, auch oben hatten wir noch in so einem Gang hier so eine Leiche liegen. Die hatte ich noch da ganz zart aufblitzen sehen. Ja, und das will ich natürlich auch mitnehmen, ne? Wobei, wenn ich gerade schon hier von mitnehmen spreche, falscher Knopf. Der war es nicht. Ja, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. War das jetzt ein Hinweis, oder? Tja, war das, ne? Die Gewalt der Wohlkotz. Okay, den werde ich mir jetzt noch nicht zu Gemüte führen. Das mache ich irgendwann später, wenn wir dann durch sind. Da werde ich dann überall mal draufklicken. Und mir diese Texte auch alle mal durchlesen, weil die sind bestimmt interessant. Oh weh. Oh weh. Jetzt geht das wieder los. Irgendwelche Rädchen, die gedreht werden müssen. Ach ja. Okay, aber das kriegen wir hin. Bis zu. Erst einmal ganz gepflegt umschauen. Alles leer räubern, was uns in die Krallen kommt. Okay, hier ist irgendwie alles dicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man nur irgendwie dran rütteln muss. Oder ob es da auch irgendeine Reihenfolge gibt. Okay. Ein bisschen hier. Da geht's nach unten. Hier geht's wiederum nach oben. Da geht's wieder nach unten. Ja, das ist bei mir. Ja. Wobei, gab es da jetzt unterschiedliche Höhen? Boah, die Pumpe, oder was da so schnell abläuft, ja? Ich würde sagen, so, ne? It's locked. Ja, ja, ist mir aufgefallen. I cannot enter. Was? Ich habe euch gemacht. Ja, das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache, ne? Hier dann geht's wieder. Ah, okay. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ist klar, Junge. Ist klar. Welchen Türen wurden aufgeschlossen? Nur die hier oder auch die andere Seite? Natürlich. Ja, zu diesem Zeitpunkt doch schon eine ziemlich spannende Konstruktion, ne? Hier über eine Wasserpumpenstand, irgendwelche Türen. Naja.
Gefühl, ich komme meinem Ziel auf jeden Fall immer näher. Echt jetzt? Ein kleiner Beutel, da fehlt ein Beutel voller Ramsch. Hallo? Was? Auf einmal aus allen Ritzen. Aber ich sehe gerade, hier geht es auch nach unten. Da kann ich wahrscheinlich das Wasser wieder zurückkurbeln. Zack. Kampfgeschwindigkeit bestimme ich. Haha. Oh doch, das geht. Ja, auch mit dem ganzen Geflocke und die braven Warten, wenn ich jemand anderen haue oder beiße. So. Ja, total kollegial. Welcher Ritze sind die jetzt gekommen? Mysteriös. Komm schon, schön alles einsammeln. So, hatte ich die Tür jetzt schon aufgemacht? Oder... Ja. Mein Gedanke, bevor ich hier so unsanft angegriffen wurde, war jetzt den Wasserspiegel wieder zu senken. Mit dem Gedanken, dass ich eventuell dann hier rechts runterlaufen kann. Und das war noch nicht. Und hier drücke ich auch noch auf. Ja, ich habe diesen Eingang, wo man sich hochporten konnte, noch nicht vergessen. Wo ich hier rauskomme. Oh, da haben wir wieder eine Niete gezogen. Einmal, wenn man so eine Patrone aufnimmt, dann hört man so komisches Kratzgeräusch. Ich meine dann immer, da steht einer hinter mir. Also in echt, nicht im Spiel. Irgendwo was los. Jedoch ist es oben. Ist es in dem Gang? Mann. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier den Gang rein. Okay, dann gehe ich hier gleich erst rein und erstmal nach oben gucken. Ich wollte da rüber. Und schon bin ich da. Ah, eine gewöhnliche Axt. Ja, okay, unser Waffenarsenal wird voller und voller. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, die für uns praktischsten Waffen haben wir schon. Wobei, ich wollte auf jeden Fall noch mal so eine Zweihandwaffe auch mal austesten. Hey, irgendwo stand Sense. Ich bin ein großer Fan von Sensen. Sensen. Okay. Das war's hier oben. Dann geht's noch mal nach hier oben. Wobei, ich habe das... Ich denke eher, dass es hier wieder rausgehen könnte später. Oder so. Okay, dann erstmal nach unten. Auf jeden Fall wird da scheinbar jemand gefangen gehalten.
Okay. Ich war jetzt kurz verwirrt von dem Rad. Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Will ich euch mal nicht allzu sehr auf die Folter spannen. Und ich könnte schwören, das ist ein riesiger Blutfleck, weil wenn das kein Blut ist und wir das nicht sehen, was ist das dann? You Londoners are no match for me. Unbekannt. Okay. Das scheint sich um den Skal zu gehen. Ja, komm. Hoppala. Komm. Ja, ich lass dich ja gleich raus. Immer mit der Ruhe, meine Kleine. Ah. Pieks, pieks. Okay. Ich wollte jetzt gerade nur mal eben schnell gucken, ob meine Wumme sich inzwischen nachgeladen hat. Ganz automatisch und einfach so. Ein kürzlich geführtes Tagebuch. Kürzlich geführtes Tagebuch. 13. Oktober 1918. Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden. Was, hier wird es nicht? Oh, hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden, ja. Die den Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschung zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. Okay, Leute, ich scroll das hier mal ein bisschen durch. Zack. Also habt ihr die Möglichkeit, auf Pause zu drücken und den Text zu lesen. Ich mache das auch immer erst, wenn ich mir dann die Videos angucke. So. Ich glaube, da sind wir runtergehupst. Schon mysteriös, ne? Alles, was hier an den Wänden klebt, scheint kein Blut zu sein. Bleiplatte. Ich glaube, irgendwo hat mir noch eine Bleiplatte gefehlt für irgendeine Waffe. Okay, machen wir mal das Türchen auf. Hallo. Das hätte es aber auch alleine geschafft, ne? Okay, ich würde sagen, wir essen die mal nicht sofort, sondern reden erstmal. Ach, die wollen alle immer nur reden. Are you all right, miss? Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reed. Fragte sie ihren Retter. What happened to you? Why are you here? I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago by a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead, that no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon, because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Ja, das ist doch mal Auswahloption. Wir könnten sie sofort weghapsen, machen wir aber erstmal nicht. Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Bei unserem Glück wird die dann beim Weg nach draußen sowieso weggehapst oder so. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Ja, das hätte man auch alles viel schneller und einfacher haben können, irgendwie. Okay, dann stürme ich jetzt mal zurück und versuche nochmal diesen einen Aufgang zu erwischen und zu nehmen, den ich vorhin außer Acht lasse. Und dann gehe ich erst hier nach oben. Ja, ich bin ja immer guten Gewissens, dass man noch irgendwo irgendwelche Dinge findet. Meter zurück. Da war sie dann auch, die Orientierung. So, da sind wir her. Hier gucke
mich vorsichtshalber noch mal kurz um die Ecke. Okay. Ja, dann sind wir hier auch schon goldrichtig. Zing. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir brauchen auch immer noch eine Seite aus diesem Blindenschriftbuch. Das Mittel gegen die Blindheit. Wobei, ich wage es zu bezweifeln. Ich habe irgendwo irgendwie irgendwas aufgeschlossen und bin wieder hier. Also okay, lediglich eine Abkürzung. Schade eigentlich. Ja. Na gut. Jetzt kann man natürlich spekulieren, welcher Weg war kürzer, welcher länger. Okay. Ja, dann können wir den Weg nach oben nehmen und ich denke, dann werden wir hier aus der Kanalisation auch wieder rauskommen. Aber können zumindest behaupten, meine ich zumindest, dass wir alle Ecken und alle Ritzen ordentlich untersucht haben. Dum, 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 dum. Warum renne ich eigentlich nie? Hui. Ja, die kleine Rennmaus, Dr. Reed. Jetzt bin ich auch gespannt, wo ich hier rauskomme. Wir sind ja woanders reingegangen. Regeneration. Deine Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit. Ja, mehr oder weniger, ne? Auf jeden Fall muss man da schon ordentlich Punkte investieren, damit das immer besser funktioniert. Ja, ich meine, wie das immer halt so ist, ne? Lange Ladezeiten sind doof. Aber auf der anderen Seite haben wir eigentlich eher weniger diese Ladezeiten überhaupt im Spiel. Ich meine, okay, beim kompletten Wechsel. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur so einen Bezirkswechsel hat, da läuft das ja eigentlich sehr reibungslos, ne? Okay, wir sind hier scheinbar in irgendeinem Gebäude. Kuckuck. Oder auch nicht. Oh, da schlägt's 13. Temple Church. Ja, und ich hatte ja auch schon angemerkt in einem vorhergegangenen Part, dass ich ein bisschen doof finde, dass hier viele Dinge also auf einmal passieren. Also, dass man auf einmal so ein komplettes Gebiet hat und ich habe das Gefühl, ich habe verschiedene andere Bereiche noch gar nicht richtig untersuchen können. Ich meine, ich denke, ich werde auch da wieder hingehen und habe auch ja die Möglichkeit, jederzeit dahin zu gehen. Husten Sie nicht. Ja, den kennen wir schon. Die Tür kenne ich auch schon. Temple Garden. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, was ich meine. Man hat hier auf einmal unglaublich viel so um sich rum. So im Augenwinkel habe ich da gerade noch jemanden laufen sehen oben. Also gehe ich erstmal hierher. Also die Grafik und Optik, also ich finde das hier echt schön und liebevoll gemacht. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Okay, da kann ich irgendwie hoch. Ja, wollen wir mal den Oberkreuzschwinger hier als erstes annehmen? Nam, 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 nam. Oh, oh. Jetzt guck mir doch auch noch mit einer Stinkkanone um die Ecke. Ja, das hat mir noch gefehlt.
Nam, 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 nam. Ich finde, unsere Klaue könnte noch ein bisschen mehr Wumms vertragen, eigentlich. Ja, ich habe ja geskillt, dass sie automatisch auch ein bisschen Blut wieder regeneriert. Ich habe auch nicht mehr so den Eindruck, als wenn wir ständig unter Blutarmut leiden, hier beim Kämpfen. Aber ja, ein bisschen heftigerer Schaden hätte ich jetzt auch nicht nein gesagt. Ah. Und immer wieder findet man irgendwelche Wege und Türen. Ich meine, okay, wahrscheinlich schließt man hier auch unglaublich viele Abkürzungen zwischendurch immer wieder auf. Okay, die ist jetzt doch ist verschlossen. Und hier kann sein, dass ich auf der anderen Seite schon mal gewesen bin. Von hier. Na du kleiner Blinzel-Ernie. Oh, da habe ich einen Schatten so ordentlich gegeben, da bist du mit umgefallen, wa? Wobei die Ecke jetzt... Ja, das, irgendwie kommt mir immer alles bekannt vor und dann wieder doch nicht. Wobei... Ich kann es noch nicht einordnen. Riesige, unauffällig aussehende Box mit Rädern, die wir nicht benutzen können. Was? Okay, einfach nur, weil ich das Geräusch auch so spitze fand. Mir gerade noch im letzten Moment eingefallen, dass da ja so explodierende waren. Zack, zack, zack. Ne, diese explodierenden Ghoul-Omas, gegen die Anführerin haben wir ja auch schon gekämpft. Oder nicht die Anführerin, aber die, ich weiß nicht, war das die erste ihrer Art in diesem Haus, die ihre ganze Familie abgemurkst hat? Ah, mein Kleiner, du warst doch gerade noch nicht da. Überrasch schon. Ja, und einfach mal, während ich hier gerade am Kämpfen bin, das ist ja eher unspektakulär. Zumindest wenn alles läuft, wie es laufen soll, ist es relativ spektakulär. Ja, wie ich vorhin sagte, ich hatte mir schon mal angeguckt, wen kann man denn gegebenenfalls noch wegessen in diesen ganzen Bezirken. Und da haben wir noch so einiges. Es fehlen uns auch noch einiges an Leute, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. Ja, und da müssen wir dann mal abwägen, wen wir denn eventuell alles noch ankauen. Ich würde sagen, der Kreis schließt sich, ne? So, keep out. Ein Unterschlupf freigeschaltet. Wir können uns da rüber beamen. Das werde ich gleich machen. War ich offensichtlich auch noch nicht, aber ich gehe erstmal nach oben. Hui. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Ein Bett. Ja, und scheinbar tatsächlich nur ein Bett. Hm.
Nun gut, dann werde ich nochmal eben schnell einen Blick in mein Inventar werfen. Ja, genau, dickflüssig belebende. Mal ein bisschen analysieren. So, die Waffen gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Erstmal nehmen wir die Sachen hier alle noch auseinander. Schön. So, wir haben ein richtig dickes Schwert. Wir haben einen richtig dicken Flug und eine richtig dicke Wumme. Und hier haben wir dann eine abgenutzte Sense, die wir noch weiter verbessern könnten. Aber bevor wir das tun, gucke ich nochmal hier rein. Hier scheinen wir schon alles zu haben. Flock ist auf Anschlag. Schwert ist auf Anschlag. Unser kleiner makelloser Tunichgut ist auf Anschlag. Jo, ist ja toll. Könnte ich mir dann höchstens noch überlegen. Okay, da fehlen mir die nötigen Pütjes für. Aber aus Spaß. Also bis jetzt hat man es ja überall eigentlich gehabt, dass man unterschiedliche Dinge braucht. Für ich drücke einfach mal drauf. Ich habe irgendwie den Drang, auch so eine Zweihandwaffe mal. Und da geht schon los. Teil eines guten Griffs. Da fehlt mir ein bisschen was. So, aber wisst ihr was? Hier gehe ich mal komplett auf Aua machen. Ne, das heißt, wenn wir die dann anlegen und dann irgendwann mal damit ausholen. Okidoki. Ja, wäre das erstmal wieder erledigt. Okay, und da wir... Schillinge. Ja, da wir uns hier gerade so schön in so einem Unterschlupf aufhalten. Ja, der Part ging jetzt ein bisschen kürzer, glaube ich, als gewohnt. Ja, aber ich würde sagen, ich mache dann an der Stelle erstmal einen kurzen Cut. Ich denke, ich werde mich nicht hinlegen, aber ja, ich werde hier kurz verweilen. Und im nächsten Part von Vampyr geht es dann an dieser Stelle hier weiter. Okay, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein paar nette Worte oder sonst was. Ja, Abonnement wäre auch nicht schlecht. Okay, Leute, bis zur nächsten Episode. Ich bin der Gong. Bis dann.